Yo, Peace, Freunde, und willkommen zum letzten Video von Desolate vorerst. Ich habe herausgefunden, dass es hier noch keine Lösung gibt für. Es gibt dahinter nichts. Da bin ich mir jetzt zu 95% sicher. Alle Reviews und Tutorials und Guides, die ich mir zu Desolate angeguckt habe, enden schon meilenweit vor dieser Quest hier. Die enden im Prinzip damit, wo wir, wo Eleonora abgeschossen wurde und wir quasi in die Welt gebroadcastet haben oder wo sie gerade dieses Ding gemacht hat. Und alles, was danach kam, ist jetzt irgendwie... Das ist die Hauptquest, ne? Ich guck noch mal ganz kurz. Ja, Plotaufgabe. Es wird Zeit, dieses Grauen zu beenden und Ognin zu töten, egal was es mich kosten mag. Einen Weg zurück gibt's nicht. Funktioniert nicht. Kann man nicht machen. Irgendwie tut's mir auch nicht leid. Ich habe momentan auch wirklich, also... Ich kann jetzt hier mal so ein kleines Fazit-Video draus machen, würde ich sagen, damit wir wenigstens ein bisschen Mehrwert schaffen. Das Spiel hat leider kein richtiges Ende, was mich ein bisschen enttäuscht, da es ja schon eine ganze Weile irgendwie auf dem Markt ist. Kann auch sein, dass ich mich natürlich komplett irre und irgendwo doch einen Weg, es einen Weg gibt, das Spiel zu beenden. Und zwar auf herkömmliche Weise. Aber wie gesagt, die meisten Guides, die 2 Jahre alt sind, deuten darauf hin, dass das Ende da ist, wo Eleonora quasi ein Shit in die Welt posaunt hat und dann abgeknallt wurde. Das hier taucht irgendwie gar nicht auf, als wäre ich der erste Mensch, der jetzt hier in diesem Bunker ist. Und ja, enttäuscht mich natürlich ein bisschen. Auf der anderen Seite ist das Game wirklich nichts für mich. Ich weiß nicht, ob Leute, die da mit Basis bauen und Items craften und sammeln, in diesem Szenario irgendwie mehr anfangen können, aber ich finde es auch in den Kommentaren bei Steam hat jemand geschrieben, es ist im Prinzip nur schlagen, zurückspringen, ausweichen, schlagen, zurückspringen, ausweichen, sammeln, craften und wieder von vorne. Ja, so kam es mir tatsächlich auch vor. Ich fand den Kommentar sehr treffend. Der hat das Spielprinzip von Desolate sehr gut eingefangen. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es so ein bisschen wie Soma wird. Aua, jetzt habe ich nichts mehr zu futtern. Aber da habe ich mich geschnitten. Das ging ja direkt hart los mit Surviven, wo ich am Anfang ja komplett ausgerastet bin, weil jetzt ja irgendwie, ich hab nichts geschissen gekriegt. Ja, ich... Schulnotenmäßig würde ich dem Game eine 3 geben. Wahrscheinlich sogar eine 3-. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich meine, das Level-Design ist hübsch, aber mir geht's auch auf den Sack, dass die Tage quasi 24 Minuten dauern, also eine Minute ist eine Stunde im Spiel, das geht viel zu schnell. Du bist andauernd in dieser verschissen dunklen Nacht, das macht keinen Spaß. Ne, wenn die Nacht halt nicht ganz so lang wäre, dafür aber noch um einiges grausamer, neue Monster spawnen, man muss sich mehr verstecken, dann wäre es geiler gewesen, als wenn es einfach so durchläuft und du einfach nichts siehst. Also mehr als die Hälfte vom Tag, weil es wird ja schon um 18 Uhr dunkel. Und ab 7 wird es wieder hell. Sind es 12 Stunden? Ja, sind's. Aber es kommt einem halt so vor, als wäre es den ganzen Tag dunkel. Das soll vielleicht auch den Charakter vom Spiel ausmachen, aber ich finde es nicht gut gewählt. Dann hätte man wirklich eine längere Daytime haben müssen und eine kürzere, oder also einfach vom Spielfeeling her, dass man nicht die ganze Zeit in der Nacht spielen muss. Das nicht, bei jeder Aufnahme, die ich gemacht habe, war es ja gefühlt die Hälfte Nacht. Ich habe ja extra immer, bin ja immer früh losgelaufen, damit ich es auch packe, in der am Tage die Quest zu erledigen, damit man was vom Spiel sieht. Also zum Zeigen sozusagen war es eher scheiße. Wenn man es mit einem Kollegen vielleicht zocken würde. Ah, ich weiß nicht. Ich denke, mit der 3- ist das Spiel, kommt es ganz gut weg. Wir haben wirklich viel Zeit investiert dafür, dass ich jetzt kein Ende bekomme und keinen Loot hatte. Bei dem Blinden könnte ich eigentlich auch abkotzen. Dass es kein richtiges Ende gibt, das belastet mich doch sehr. Ich habe eigentlich damit gerechnet,
dass wir hier jetzt den Bunker infiltrieren und dem Ognin voll in die Fresse hauen können, aber nichts dergleichen. Naja, genug gerantet. Ich bin froh, dass es vorbei ist, muss ich sagen. Ich habe es einfach so blind angefangen, aber so ein Game mit Basis bauen, dies, das, so Fallout-mäßig, keine Ahnung, werde ich nicht nochmal Let's Playen oder so. Das hat mir echt den Spaß geraubt, muss ich sagen. Dann lieber ein nices Game mit einer linearen Story. Ich denke dabei an Tormented Fathers. Könnt ihr euch übrigens auch noch auf meinem Kanal angucken. Da denke ich dran irgendwie, das ist zum Let's Playen einfach geiler. Und ja, bin jetzt erstmal die Fresse dick. Aber es liegt nicht nur an dem Game, sondern es liegt auch daran, dass ich noch keine neuen Grafikkarte als Nachschub habe und jetzt neuere Games auch nicht auf den geilsten Einstellungen zocken kann, was mich natürlich ein bisschen belastet. Mal sehen, wann es die neue Grafikkarte gibt. Bis dahin werde ich sowieso mal sehen, was jetzt hier mit dem Channel passiert. I don't know. Wir werden auf jeden Fall live streamen. Da habe ich noch ein bisschen was im Angebot. Wie gesagt, heute Abend, 20 Uhr, auf meinem Twitch-Kanal. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Let's go. Bisschen Resident Evil Zero. Das fange ich jetzt dort an. Könnte ich natürlich auch als Let's Play hier hochladen, aber nö, Livestreaming. Ich mag das sofortige Feedback und die Interaktion ist einfach nicer. Gut. So wird es erstmal weitergehen. Let's Plays werden sich erstmal gedulden müssen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Games, die rauskommen, die nicht so kranke Anforderungen haben oder so, aber damit rechne ich eher weniger. Von daher gedulden wir uns, bis ich die RTX 3080 in meinem Rechner stecken habe. Und ja, danke fürs Einschalten. Checkt die anderen Projekte aus. Vielleicht finde ich doch noch ein Game, was älter ist. Und ja, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch gerne eure Meinung rein. Vielleicht hat doch jemand eine Lösung für dieses Rätsel hier. Ich habe es noch nicht gefunden, deswegen werde ich das Projekt jetzt hier erstmal abschließen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, der M-Starts.